Ja, hallo und willkommen zur Revanche-Partie. Diesmal Mephistopolga mit dem weißen Stein gegen Modena. Die erste Partie hat der Polga mit Schwarz gewonnen. Da hat der Modena aufgegeben, er stand auf Resignation. Also auf zur nächsten Partie. Der Polga hat die weißen Steine. Ich möchte nichts manipulieren. Ich drücke einfach Enter, lass ihn ziehen. Also ich könnte mir Clear die Eröffnung ja dann jedes Mal ändern. Mache es aber dieses Mal nicht. Mal gucken. D2, D4. Sei es so. 7, F5. Der Modena spielt wahrscheinlich einen krampfvollen Tisch dann dagegen. Spring F6. Ich habe schon erlebt, da hat ein Schachcomputer holländisch gespielt und war im zweiten Zug out of book. Das war ein bisschen, ich glaube, das war sogar Springer F3, dass der aus dem Buch war. Ich finde, für normalsterbliche Amateurspieler ist das bestimmt eine schöne Eröffnung holländisch. Also F7, F5, das heißt immer holländisch, das heißt ja nicht niederländisch. Mir ist schon klar, dass Holland kein eigenständiges Land ist, sondern dass das die Niederlande sind. Aber the opening have this name, was in der Art. D7, D6. Ich finde ja so im Amateurbereich, so wo ich so spiele, im Normalbereich, D8, E8. Und ich muss erst abwarten. E8, G6. B2, E4. Ich glaube, der Plan ist bestimmt Springer H4. F5, E4. Ja, viel, viel Theorie. So viel Theorie wie nie. Überraschend viel Theorie hier, der Modena von dieser Eröffnung. Jetzt kommt Springer H4, wird ja auch nicht gehen. Turm steht E4. Entweder steht eröffnungstechnisch. Hallo. Das totale Desaster hier wegen. Jetzt wäre die interessante Frage, warum schlägt er den Turm nicht? Was könnte da sein, dass er den Turm nicht schlagen kann? Ein Springerabzug, aber wohin denn? Weil er macht Springer C6. Warum kann man den Turm nicht schlagen? Dame E4 schlägt. Springer H4. Ich tippe mal, dass das eine Damenfanggeschichte ist. Deswegen gucke ich mal gerade, ob die Dame überhaupt noch Felder hat. Der Läufer greift ja die Dame an. Und Dame G2 schlägt, Springer G2 schlägt, geht nicht. Nur nach dem Motto, zwei Figuren, der wird ja eh nur eine Figur mitnehmen. Und Springer H4, Dame E4, Springer H4, Läufer H4, Läufer E4, dann kann der Läufer auf E4 auch nicht zurückgeschlagen werden. Also das ist es wohl, das ist wohl so eine Damenfanggeschichte. Weshalb das nicht geht. Ich finde ja bis Elo 2000, sagen wir mal, könnte ich mir vorstellen. Wenn man eine Öffnung sehr gut kennt, man hat schon die Theorie gemacht, Partien davon nachgespielt und so weiter, da kann man eigentlich alles spielen. Man sollte von manchen Eröffnungen vielleicht keine Weltwunder erwarten. Erstens G2, G4 oder erstens B2, B4. Da sollte man keine großen Weltwunder erwarten. Aber wenn man das sehr gut kennt, seine Stellungstypen kennt und alles und die Pläne kennt und sowas alles, dann ist bestimmt auch das machbar. Jetzt nicht unbedingt für einen Supergroßmeister, aber für so Verbandsoberliga, wie das jetzt sich schimpft, diese Klasse oder Liga. Die Kinderwichse haben ja dauernd ihren Namen gewechselt. Bezirksliga, Bezirksoberliga. Verbandsbezirks, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen dann. Ist eben so, die haben immer weniger Mitglieder, die Vereine. Und je weniger Vereine es gibt, desto, um die zu füllen, die Klassen und Ligen, müssen natürlich von weiter auswärts noch Vereine dazugezogen werden. C6, B4. Wir hatten hier damals auch zwei Vereine. Den Kassel-Brauxel, der war früher mal Bundesliga. Und SK Ickern. Und jetzt, Kassel-Brauxel ist fusioniert mit SK Herne-Soding. Und deswegen gibt es hier nur noch SK Ickern. Aber das ist alles irgendwie, ich weiß nicht. Die machen hier diese Stadtmeisterschaft. Und das ist so ein Zusammengewürfel da. Ich kenne das so.
dass man Runde 1, dann treffen sich alle zu Runde 1 und spielen Runde 1. Da kommt Runde 2, da treffen sich alle zu Runde 2 und spielen Runde 2. Das mag sich zwar ein bisschen komisch anhören. Ach, danke. Aber dann spielen die einen spielen Runde 1, die anderen spielen schon Runde 4, der andere spielen Runde 3, die andere Runde 7. Ich weiß ja, dann ist der Punkt angekommen, wo ich mich frage, wo das Vereinsschach hingekommen ist. Und dann, es tritt ja immer mehr Leute aus Vereinen aus. Können wir vorstellen, dass aus zwei Vereinigungen die Leute am meisten rausgehen, aus der Kirche und aus dem Schachverein. Das ist nun mal, man kann ja, online-mäßig kannst du ja immer spielen. Und beim Schachverein, das ist das Problem, freitagsabends ist Vereinsabend. Das ist dann mehr, wahrscheinlich mehr so nach der Art Kontakte knüpfen. Leute kennenlernen, dafür ist der Vereinsabend dann da. Aber wie will man denn Leute kennenlernen, wenn man immer nur die gleichen Leute sieht? Immer die gleichen 5, immer nur die gleichen 10 Leute. Und online-mäßig kannst du ja immer spielen. Obwohl ich nie damit richtig warm geworden bin mit Online-Schach. Vielleicht, weil ich zu lange aus dem Verein gewohnt bin, dass man diese Turnieratmosphäre, die ist für mich persönlich beim Online-Schach gar nicht vorhanden. AB8. Ja, deck den Bauern. Dass man sich darauf gefreut hat, auf diese Turniere, dass man richtig nervös war bei diesen Turnieren. Das irgendwie ist das nicht so beim Online-Schach. Da konnte man sich mit den Leuten über Schach unterhalten. Und beim Online-Schach, also da sind nicht gerade die großen Schätze da am Start, dass die Leute so am Rumschreiben sind. Also das beschränkt sich dann eher aufs Schach. Gibt ja verschiedenste Plattformen. Chess24, weiß ich eigentlich, müsste es doch noch geben. Das wurde aufgekauft von chess.com. Schach.de, da hatte ich mittlerweile nicht mehr so viel von. Also eine Online-Plattform, die mir quasi erzählt, dass 3 Minuten Schach Anfängerschach ist. Da weiß ich nicht, was ich davon zu halten habe. Also wenn ich eine 3-Minuten-Partie spiele, dann ist das für mich mitnichten Anfängerschach. Oder 3 plus 2. Und dann Bullet-Schach wäre dann das normale Schach quasi. Also das Reflex-Schach, was eigentlich... also die Züge, die man im ersten Augenblick quasi... die ersten Ideen, die zieht man quasi im Bullet-Schach. Das, also wenn man nicht gerade Großmeister ist, dann beschränkt sich das eigentlich auf primitive, kurzzügige Taktik. Denn irgendwann hat man immer weniger Zeit und damit die Partie geht dann irgendwann den Bach hinunter. 1 plus 0 war noch schlimmer. Hinterher war es dann nur noch Hanebüchener Mist. Dass dann einzügig hängende Figuren gar nicht mal geschlagen wurden. Dass es nur auf Primus ankam und quasi nur darauf, überraschend statt stark zu spielen. Also wenn die Züge überraschend waren, je überraschender die Züge waren, desto besser war das. Natürlich jetzt nicht in dieser Stellung Dame G3 schlägt oder sowas. B3. Also von daher halte ich von diesem Bullet-Schach nicht so viel. Gut, für Magnus Carlsen oder Nakamura oder wie die alle heißen, wenn die sowas spielen, das ist was ganz anderes. Und dann 3-Minuten-Schach, dann immer, was mich auch massiv stört, ist diese Engine dabei. Weiß steht besser, Schwarz steht besser, ich weiß nicht. Nimmt das nicht der Partie jegliche Spannung, wenn ich irgendwie meinen Gegner opfert eine Figur? Läufer B2. Mein Gegner bietet einen Figurenopfer an. Ich frage, kann ich das nehmen, kann ich das nicht nehmen? Wie ist die Stellung einzuschätzen? Und die Engine schreibt dann, ich habe meinetwegen Weiß. Weiß steht total auf Gewinn. Da war sie doch schon, die Puppe ist einfach nur eingestellt. Da hat irgendwie welche Opfersachen. Wenn das da nicht stehen würde, würde man sich überlegen, die überhaupt anzunehmen, weil es vielleicht doch ein bisschen unangenehm aussieht. Und das stört mich daran, an diesen Engine-Kommentaren dabei. Ich finde, bei einer Online-Partie haben diese feuchtwarmen Engine-Kommentare nichts zu suchen. C5, D4. Achtung, Lippo, dein Gehirn. Von daher, das ist auch, wenn ich mir so angucke, ich kenne das ja von damals noch, also aus der, wie heißt das, Nullerjahre,
hier 2005, 3, 7, so die, zwischen 2000 und 2010 so um den Dreh rum. B4C6 bitte hier ausführen. Da waren die Zahlen der Leute, die da gespielt haben, wesentlich höher als heute. Also heute 2600. Meinetwegen, das ist für mich keine Top-Zahl in einer Top-Rangliste von so einer Online-Plattform. Die ist eine gute Zahl, aber Top 10 oder so, ich weiß nicht. Wenn jemand mit 2600, meinetwegen auf Platz 3 der Online-Rangliste ist, dann zeigt das für mich eher, dass die Plattform auf einem absteigenden Ast ist. Bei Chess.com, da haben die Leute über 3000. Carlsen 3300, Nakamura 3300 und das sind die Top-Spieler. Ich nehme an, hat auf F6 genommen. Ansonsten wäre die Puppe ja nun weg. Dudel, 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 dudel. Also G6, F6. Deswegen mache ich Schach.de gar nicht mehr. Das ist da ein bisschen das Problem. Also ich brauche keine... Auch dass der Gegner diese feuchtwarme Engine hat, das finde ich auch massiv störend. Man kann ja nichts riskieren. Was bringt das, wenn ich einen Figurenoffer auf H6 schaue, ich mit dem Läufer rein, um eine spannende Partie zu machen? Da könnte was drin sein mit Angriff und so. Und die Engine schreibt, ja, Schwarz steht total auf Gewinn. Das braucht kein Mensch. D6, D5. Weiß ich, ob die sich dadurch abheben wollen. Für mich heben sich die damit nicht aus der Masse ab, sondern die sägen sich selbst den Ast ab. So sieht das für mich eher aus. Ja gut, Chess24 ist nicht gerade billig. Das kostet, glaube ich, das kostet so eine Mitgliedschaft. Die haben die ab und zu, kann sein, dass das deswegen so hoch war. Wenn sie so Turniere übertragen haben und sowas, dann haben die so Codes gehabt. Und damit konnte man dann diese Mitgliedschaften günstiger bekommen. Dass das deswegen war, damit diese, wie diese unverbindlichen Preisempfehlungen. Dann setzen wir die unverbindliche Preisempfehlung höher an, meinetwegen 120 Euro, um bei diesen Rabattaktionen an 40% runterzugehen und dann animiert das die Leute mehr, die Sache zu abonnieren. Ich habe mal so Werbesendung von Uhren gesehen, diese China-Uhren waren das eigentlich nur. Und dann haben die so eine Fake-Plattform aufgemacht. Die waren nicht dafür da, damit die Uhren da gekauft werden können, quasi primär, sondern die waren eher dafür da, um quasi den Preis zu pushen. Das heißt, da waren die Uhren für 1600 Euro, 1500 Euro waren da auf dieser Plattform, quasi unverbindliche Preisempfehlung. Und im Shop haben die dann erst 180 Euro, dann 150, 140, 130, dann immer nur 90 Euro. Mehr waren die Dinge auch nicht wert. Das so viel zu unverbindlichen Preisempfehlungen. Ich kann, als wenn ich hier... kann ich ja nicht machen, unverbindlich. Ich stelle irgendwas her und mache so eine Fantasiepreisempfehlung. Sowas in der Art. Meine Güte, ich weiß noch nicht mal, ob ich auf der Szene gekommen bin. Ich weiß noch nicht mal, ob ich gerade geredet habe. Lippo im Redewahn. Springer F3, D7, G4, ja, fesselt den Springer. Ja, ich weiß nicht, Springer nach F3, was jetzt sein musste, dass man den Läufer auf D5 abklemmen musste. Die Dame kann, ja, Dame, ja, geht doch Dame C2, was weiß ich, die Dame kann auf jeden Fall ziehen. Nicht unbedingt Dame E2, das wäre schon mehr ein Selbsthasszug. Sehr, wenn ich schräg rechts gucke, da sehe ich diese Witcher-Box. Da soll er auch in den nächsten... Im Witcher-Universum soll er spielen. Da bin ich immer gespannt. Ich bin bereit für die Zukunft. Turm AC1, Turm FE8. Meine Modena, das sind so Geräte für so eine Sammlung, für so einen Kanal sind die gut. Inwieweit ich das jetzt haben müsste, das Gerät. Es ist der Preis, der das ist. Ist so ein Münchenbrick kriegst du nicht für einen Modena-Preis. Deswegen ist der Modena durchaus eine Alternative.
Meine Güte, wie kommen Sie da dauernd dran? Wo sind die schönen geilen Girls hier, die mir ab und zu eine Nackenschelle geben hier, wenn ich da gegen den Tisch komme? Die knappen T-Shirts. Die werden natürlich vorher gecastet, bevor die hier da stehen dürfen und den Nackenschellen verpassen. Bin natürlich auch Belohnung, wenn ich alles gut mache hier. Gut bedient den Schachcomputer. Keine groben Aussetzer. Zack, bekommt man eine Belohnung. Da wird die Luftmatratze wieder aufgepumpt. Na, 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 na. So, was haben wir denn hier? Ja, was immer macht. Läufer auf 30 Käse. Ja, Läufer C6 schlägt, könnte man drohen. Das macht ja einen schwachen Bauern. Ansonsten wüsste ich jetzt, ich wüsste nicht, wer besser steht. Wenn ich das jetzt im Mannschaftskampf oder in der Turnierpartie auf dem Brett hätte, wüsste ich jetzt nicht, ob ich besser stehe. Gerade Läufer C6 schlägt und dann Bauer C6, Springer E5. Das wäre so eine Idee für mich. Dass der Springer auf E5 nicht mehr vertrieben werden kann. Der Bauer auf C6 ist schwach. C6, B4. Dummerweise war Schwarz am Zug. Aber trotzdem, Springer E5. Wird auch hier gezogen. Springer D5, Springer G4, da könnte er Dame, keine Ahnung, F5. Ja, droht ja immer ein Springerschach. Das könnte reicht tödlich sein. Springerschach, König G8, Springerschach, König darf wieder beiseite ziehen. Läufer weg, zack, Partie weg, Aufgabe. B4, D5. Der wird chirurgisch entfernt. Ich gehe mal von Turm schlägt die. Ja gut, Springer G4 geht ja auch. D2, D5. Ja, das war früher das Übungsschach, was man früher hatte. Ohne Online-Schach hat man dann gegen diese Schachcomputer Blitzen geübt. Und dafür waren die gut geeignet. G4, E6. Also die sind taktisch sicher genug, damit es sich durchaus lohnt, gegen die Blitztraining zu machen. Da hatte man da durchaus einen Vorteil. Wenn man so einen Schachcomputer hat, halt viel gegen den Blitzschach gespielt, also so taktische Aussätze haben die ja bestraft, dann hatte man durchaus genug Übung, also einen Vorteil gegenüber den Leuten im Verein, die das nicht hatten. Die waren ja immer verfügbar. Es gab ja, wie gesagt, kein Online-Schach. Und dann ging so ein, man hatte Bock Schach zu spielen, wollte ein bisschen blitzen, war aber keiner da. Dann hat man gegen den gespielt. Natürlich so semi-spannend, dann gegen sich selbst zu blitzen. Vor allem, wer hat dann gewonnen? A7, A6. Kann seine Frau ranzerren. Ich kann doch gar keinen Schach, egal. Da flüstert man so die Züge, die ausführen soll. Man macht E4, ein E5, und dann muss die E5 ausführen. Also semi-spannend. Grund der Scheidung ist schon gegeben. Monat später heiratet sie dann die Nachbarin. Turm C7, der Turm begibt sich schon auf die siebte Reihe. F6, D8. Das war so in meinen Blitzpartien, war das immer so ein Notfallplan, die Türme auf die siebte Reihe zu bringen. Am besten Turmverdopplung auf der siebten Reihe, wenn der Gegner quasi noch im Gewinnerwahn war und das nicht so registriert hat. Dann hat man sich schon so ein Remis zusammengeheuchelt, so nach dem Motto. Hat ab und zu mal funktioniert. Man stand schlecht, hat die Türme auf der siebten Reihe verdoppelt und wenn die erstmal da waren und dann das erste Schach kam, da hat der Gegner dicke Augen bekommen. Konnte es nicht glauben. Stand es so wirklich? Ja, man muss natürlich auch immer ins Auge fassen, was der Gegner gezogen hat. Das ist natürlich so der Nachteil vom Online-Schach, wenn man da eventuell nicht so registriert, was der Gegner gezogen hat. D8, D4. Schach, Alter! Ich empfehle Dame F2. Lippo empfiehlt Kindermilchschnitten oder Läufer D5 oder Dame F2. Na gut, nicht wirklich, aber egal.
muss, wenn ich mir die Figuren so ansehe vor dem München, mir gefallen die vom Conches gefallen mir die Springer besser. Ob jetzt München oder Exklusiv, kann man eher mit einem Exklusiv vergleichen, aber die Springerform gefällt mir vom Conches mehr. Ich merke mir mehr dieses grobgeschnitzte als das hier. Die sehen aber auch schön aus, sehen nicht scheiße aus. Gefallen mir immer noch besser als die vom Supreme Tournament, obwohl die ja so ein. Ja, die sollten halt ihren rustikalen Touch haben, die Figuren. Dass man halt. Wenn man dann. Wenn die vielleicht so ein Turnier spielen und jemand guckt da dann zu, dass da nicht mit dem Smartphone erstmal auf DGT drauf geht, um sich so ein DGT-Brett zu bestellen, weil er meint, das würde das. Also wenn die Figuren zu ähnlich aussehen würden, zu austauschbar. Da möchte man ja schon, dass man durchaus erkennt, dass es sich dabei um Supreme Tournament handelt, also Millennium Schachbrett. Wohl, das würde man anhand der LEDs schon erkennen, aber wenn man da nicht so viel Ahnung von hat. Das ist übrigens interessant. Ich frage mich, gingen die LEDs nicht, obwohl die gingen ja kleine. E6, D5. Okay, das für weiß jetzt den Bach hinunter. Was ist jetzt mit Turm E3? König G2. Oh, Turm E3 käme Turmschach. D4, D2. Man hätte ja auch dahergehen können und von Mephisto exklusiv die Figuren nehmen können. Die LEDs. Also die exklusive LEDs sind ja kleiner. Weil für mich, für meinen. Also für mich sind die LEDs etwas zu groß geraten fürs im Münchenbrett. D2, A2. Ich fresse dir die Bauern weg, das ist mein ganzer Lebenszweck. Und der nächste Bauer rettet sich schon nach vorne. Flucht vom weißen Grundreihen gedöns. Die haben wohl einfach das. A2, B3. Als hätte man quasi so ein Bild von dem Exklusiv gehabt im Computer und hätte das einfach nur vergrößert. Also alles wäre größer geworden, auch die LEDs. Also ich bin kein großer Fan von diesen großen LEDs. B3, B4, also allmählich ist hier, keine Ahnung, der Bauernschwund erheblich. Ich könnte mir vorstellen, dass als nächstes der Polgar resigned hier. Sieht nicht so gut aus. Und ja, ich sehe auch nicht die großen Beschisschancen, wenn ich ehrlich bin. Da müsste man jetzt irgendwie auf G7 Druck machen können, aber wie willst du das machen, wenn überall die Puppen hängen? Man hat überhaupt gar keine Aktivität in der Stellung. Die Dame klebt am Springer. Dame A1 ist gar nicht drüber nachzudenken. Mit irgendwelchen Tricks gegen G7. Man muss jetzt irgendwie Konterchancen suchen. Also man kann das jetzt nicht mal so weiterspielen, dass man ja quasi die Stellung wie eine. Am besten noch Puppen tauschen oder sowas. Das kannst du ja wegschmeißen. Also Weiß muss eine Entscheidung treffen, die jetzt getroffen wird, also nicht im Endspiel. Im Endspiel kannst du aufgeben. Man findet jetzt hier Dame, die vier wäre in und Dame einstellen, aber gewesselte Figuren können nicht ziehen. Was ist mit Turmschach? Der Springer kann er nicht ziehen. König G2 und was dann? Dameschach, König H3. Man weiß es nicht. Läuferschach und so weiter. Lippo, seine Rechenkapazität ist erschöpft. Deswegen muss er nachgucken hier. D5, C6. Sieht nicht gut aus. Aber es war so. Ich weiß nicht, ob man auf Läufer C6 schon die Qualität geben sollte. Weil wo ist dann das Gegenspiel? Da müssen wir wirklich schon hier fantastische Taktiken finden. Welche Art auch immer. Ich glaube, wenn, dann würde ich eher Turm C3 Steg C6 machen, um den aktiven Turm zu behalten. Turm C3 C6, Bauer C6, Dame D7. Ja gut, das wird einmal so für einen Lacher, für das Matt auf G7. Mehr ist aber auch nicht drin. Ich glaube, dafür steht Weiß zu wackelig, um das machen zu können. Dann wäre das so eine Lösung für eine Blitzpartie. In der Blitzpartie würde man vielleicht spielen Turm C3 Steg C6. Bauer schlägt C6 und was willst du da machen? Springer G5? Sowas in der Art, um irgendwie Konterchancen zu suchen. Droht er einmalig das Matt auf H7? B5,
B4, B6. Das Problem ist einfach, du stehst ja schon kaputt. Das ist das Problem. Und das, was am meisten stört, ist doch der Läufer auf C6. Wenn man so will, der größte Aggressor des Brettes aus Sicht von Weiß ist ja der Läufer. Der schlägt er den auch weg hier. Ist natürlich im höheren Sinne trotzdem verloren, da kann man eigentlich gleich aufgeben. Also für eine Blitzpartie wird es vielleicht gehen. Oder für so eine Ramsch-Bullet-Partie wäre es vielleicht auch machbar gewesen. Mich hat jemand gefragt, ob ich Bullet-Partien gegen ihn spielen würde, in der Zahl von 1400. Vielleicht sollte man nicht unbedingt Bullet-Schach spielen, wenn man eine Zahl von 1400 hat. Das Problem ist, es hilft meinem Schach ja nicht weiter, wenn ich dann Bullet-Schach spiele. Wie will ich das Rechnen von Zügen lernen in der Schachpartie, wenn ich nur Reflexschach spiele? Was macht denn jetzt hier? Achso, D7, G6. Ja, Dame C3 Schach, König G8, Dame C4 Schach. Könnte nur Remis werden. Er hat ja nichts zum Dazwischenziehen. Er hat ja nur König G8. Auf Dame Schach hat er, Dame C4 Schach hat er kein König F8 wegen Dame F7 Matt. Auf Dame C4 Schach König G7, Dame F7 Schach, König H6, Dame H7 schlägt Matt. Was ist denn mit Dame F7 und dann kommt Turm B7? Oder vielleicht Dame B7? Wo Dame B7 bietet eigentlich wie Dame E8 schlägt Schach. Dame F7, Dame B7, Dame F6 Schach, Dame dazwischen und so weiter. Ich würde sagen, Dame C3 Schach Remis. Der Polgar kann sich aber nicht entscheiden hier, Lippo. Ich brauche noch ein bisschen. Bewertung 0,00, das wird wohl Remis werden. So, das ist dann Remis, da steht er ein bisschen offen. Mehr kann Weiß gar nicht erreichen hier. Zumindest aus Sicht dieser Schachcomputer. Ist natürlich genauso absurd, als wenn ich jetzt bei einer Bezirksoberliga gucken würde, die Partien. Oder würde zu Hause Partien nachspielen aus der Bezirksoberliga oder wie auch immer die Liga jetzt heißt. Und darf ich das mit Stockfisch analysieren, das wäre genauso absurd. Aber Stockfisch hat ihr doch matt in 16 Zügen gesehen. Warum hat hier der Spieler mit DWZ 17-20 das denn nicht gesehen? Ich finde das also ein bisschen irritierend, wenn man diese Top 10 Schnellpartien sich online anguckt und diese Engine Bar. Die zeigt da meinetwegen an, Unentschieden. Die zeigt er meinetwegen an. Ja, sagen wir mal, keine Ahnung, Nakamura gegen Carlsen. Und da wird stehen, Carlsen steht total auf Gewinn. Carlsen macht seinen Zug und die Stellung ist ausgeglichen. Das könnte leicht irritieren, aber es kann ja auch sein, dass einziger Zug war. Das kann ja auch alles sein. Und hier ist auf jeden Fall unentschieden. Remis durch Zugwiederholung, Schwarz statt ein bisschen scheuntormäßig offen. Kann sein, dass jetzt die Engine, welche vor lauter Kraft nicht laufen kann, da irgendwelche Matt zieht, glaube ich aber weniger. Kann ja sein, wie dem auch sei. Unentschieden, und ich bedanke mich und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.